Barack Obama, Hillary Clinton oder Angela Merkel. Viele Prominente hat Martin Schüller im Laufe seiner Karriere schon fotografiert. Doch kaum eine war so von sich selbst eingenommen wie Donald Trump, sagte Starfotograf, der Trump mehrfach getroffen hat. Und jetzt habe ich ihn fotografiert, gerade vor den letzten Wahlen, also noch nicht lange her, vielleicht ein halbes Jahr her. Und jetzt, egal welches Foto man von ihm sieht, ist jetzt so seine Pose, die er jetzt hat. Und da ist nichts zu machen. Er sieht immer auf jedem Foto so aus, ihr könnt euch jeden Cover ansehen. Kinn ein bisschen runter, immer ein bisschen hochgucken. Ich finde, es sieht so ein bisschen so aus, als hätte er gerade was Schlechtes gerochen. So sieht sein Gesichtsausdruck ein bisschen aus. Auch dieses Coverfoto für das Time-Magazin hat Martin Schüller gemacht. Er hatte die Idee, einen Adler zum Fotoshoot mitzubringen. Ich habe viel mit Raubvögeln gearbeitet und Raubvögel sind scheu und aggressiv und mögen eigentlich nicht so gerne im Büro sein. Und da gibt es sehr viele lustige Szenen von diesem Fotoshoot, wie der Adler seine Haare durcheinander bringt und er sich duckt vor Angst. Ob Trump ihm das übel genommen hat? Möglich, sagt Martin Schüller. Seit 25 Jahren lebt der Deutsche in New York. Hier haben die meisten Magazine ihren Sitz. Hier bekommt man als Porträtfotograf die besten Aufträge, sagt er. Die Kunst- und Kulturszene New Yorks scheint seit der US-Wahl immer noch unter Schock zu stehen. Auch Schüller sieht Trump und seine Politik kritisch. Aber einfach nur dieses Hetzen auf Trump finde ich mittlerweile sehr unerträglich. Und ich denke, das hilft auch nicht dem Dialog weiter. Wenn man als Land irgendwie zusammenfinden will und eine bessere Zukunft haben möchte, dann muss man zusammenarbeiten. Da kann es nicht nur darum gehen, sich über die anderen Leute lustig zu machen und jeden, der für Trump gewählt hat, als Idiot darzustellen. Das ist irgendwie zu einfach und zu blöd und mache ich nicht mit. Dass Donald Trump Präsident werden konnte, zeigt, wie sehr die Amerikaner unzufrieden sind mit den etablierten Parteien. Davon ist Martin Schüller überzeugt. Auch in Deutschland könne so etwas passieren. Daraus sollte die Politik Konsequenzen ziehen, sagte Starfotograf, in Amerika und in Deutschland.